Wir müssen sowieso jetzt hier dieses Haus anfassen und zwar sehr massiv, weil wir den Brandschutzregeln nicht mehr genügen. Und da haben wir gar keine Wahl, das müssen wir tun. Und mein Anliegen wäre schon, wenn wir das jetzt schon so anfassen, dieses Haus, dass wir wirklich die Barrierefreiheit mitdenken. Wir haben auch eine älter werdende Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft mit einer Teilhabe für alle. Und es ist mir schon ein Anliegen, dass alle an unseren schönen Themen auch teilhaben können, von unten bis oben. Ja, aber eben, da gibt es schon ein Konzept und es ist einfach ein Thema, das jetzt einfach in den nächsten Jahren ansteht, oder? Das muss. Ja, ich hoffe noch schneller als in den nächsten Jahren, weil der Brandschutz, der war jetzt geduldig und ich möchte, der hat schon recht. Ja, und die scharen mit den Hufen und haben da jetzt auch schon ganz schön lang zugeschaut, aber wir müssen schon uns jetzt entscheiden, was wir hier in dieser Stadt wollen und machen wollen. Das, was ich persönlich befürworte, da hat sich ein Architektenbüro, finde ich, ganz gute Gedanken gemacht dazu, würde dieses Isartor auch verändern. Dieses Isartor ist, seitdem es 1337 gebaut wurde, ein Tor im Wandel der Zeit. Ich habe mich, bin eine Historikerin, mit diesem Tor sehr, sehr lange beschäftigt und könnte jetzt für die nächste Sendung ein Referat vorbereiten, wie das Isartor in all den Jahren ausgeschaut hat und was das mit dem heutigen Isartor eigentlich noch zu tun hat. Und ich finde schon, man muss Gebäude und auch Denkmäler mit jedem Respekt schon auch weiterdenken. Ich denke da immer an die Pyramide im Louvre, was wäre das heute? Ich denke an die Kuppel vom Reichstag, da muss man auch mal mutig sein. Ja. Wir haben, finde ich, ein spannendes Konzept und ich hoffe, es kommt auch noch. Das hoffe ich auch und das wünsche ich dir und allen und auch der Stadt München, dass da wirklich eine gute Lösung ermöglicht wird.